Es gibt wieder mal ein neues Bushcraft-Messer von Böker, und zwar das Wichtig. Dieses Teil ist klein und kompakt und kommt aus der Hand vom Messerdesigner, der auch diesen Tracker, diesen Böker-Tracker, den ich sehr gern habe, ja, entwickelt hat. Und jetzt gibt es eben ein neues, und zwar das Wichtig. Wenn du wissen willst, ob dieses Bushcraft Backup 42A-konforme Messer etwas ist, bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass der Messerkanal dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Wald auf Waldurlaub.de. Das Messer hier habe ich schon getestet, vorab getestet, bevor ich dieses Video gemacht habe. Das heißt, ich weiß schon, was ich sagen werde. Und ich kann eines gleich einmal vorweg schicken. Das Messer ist super. Das Messer ist einfach super. Das hier ist ein Ahorn, in den ich da jetzt reingeschnitzt habe. Und das Messer, das ist nämlich gleich der Punkt dazu, das ist kein dünnes Schneidi-Schneid, wie ein Victorinox-Messer zum Beispiel, sondern das hat schon einiges, ja, es ist schon einiges. Powercut, oh, geht wunderbar durch, ja, da gibt es mal überhaupt nichts zum Sempern. Auch die Locken, das wirst du dann nachher sehen, zum Locken machen, Batonieren, alles überhaupt kein Thema. Aber es lässt sich trotzdem noch gut führen. Schau mal her, es gibt ganz große Messer. Skrammer zum Beispiel und Macheten und andere Teile, die absolut großartig sind und auch ihr perfektes Einsatzgebiet haben. Aber es ist schon so, dass ein kleineres Messer für Schnitzarbeiten einfacher zu handhaben ist als ein großer Prügel. Das bedeutet, dieses Backup-Messer kann also mit dabei sein und das ist das Schöne dabei, oh, das beißt einfach durch, ist wirklich super. Und der Griff, das ist nämlich das Nächste, der ist einfach ein Hammer, nämlich da hast du was in der Hand. Es gibt Backup-Messer, kleine Messer. Und die habe ich ja selbst auch. Wir haben auch selbst zum Beispiel den Stitch und es wird noch was Neues dazukommen, ja, als Snackknife. Jetzt ist es so, man muss die richtig packen können, damit man auch richtig so einen Schnitt setzen kann. Selbst wenn, und das möchte ich dazu sagen, die Klinge großartig angeschliffen ist und der Schliff und es ist scharf und so weiter, alles super. Wenn ich nur einmal so einen Schnitt machen muss für EDC, weil ich, weiß ja nicht, mein Brot aufschneide oder mein Paket öffne oder was weiß der Teufel, dann ist es ja egal. Dann kann der Griff auch minimalistisch sein. Das muss nicht perfekt in der Hand liegen. Wenn ich aber zum Beispiel zum Bushcraften raus in die Natur gehe und nicht nur einmal schneide, sondern schnitze, Löffel als Beispiel oder was weiß ich, also permanent dieses Werkzeug auch wirklich benutze, nicht nur anschaue und es gut finde, was ich auch gut finde, ich finde es gut, dass man es gut findet, sondern wirklich damit arbeitet, dann muss das einfach gut in der Hand liegen, sage ich schon 4 Milliarden Mal. Und aus dem Grund ist dieses Wichtig eine gute Wahl dafür, zumindest für meine Hand. Es ist eines, ich habe so eine medium-sized hand, also eine normale Hand einfach. Wenn du richtige Pranken und Bratzen hast, dann ist halt dieser Huppel hier hinten, der Huppel, vielleicht im Weg. Also stell dir jetzt vor, meine Hand wird bis da nach hinten gehen. Dann spürt man das vielleicht ein wenig. Aber der Designer und auch Böker haben hier alles schön abgerundet. Ich habe hier nichts gefunden, was irgendwie scharf, kantig oder gefährlich oder unangenehm wäre. Ich kann es nur noch einmal sagen. Mir taugt das total. Schauen wir uns die Scheide an, es ist eine Kydex-Scheide. Es ist standardmäßig dieser Böker-Clip mit dabei, den ich nicht so toll finde. Das muss ich einfach so sagen. Montiert ein eigenes Tech-Lock. Es ist theoretisch auch möglich, das als Steak-Knife zu tragen. Also die Scheide hält wirklich bombenfest. Es ist halt relativ arg. Aber habe eine Geschichte für dich. Ich war hier im Bushcraft-Areal und habe Leute getroffen, die bei uns in der Wildlandfarm waren. Und da hatte einer dieses Teil hier, daher finde ich es so lustig, als Snackknife umhängen, so, aber so, mit seinen genickseichen Muskeln, okay, ist in Ordnung, ja? Für mich, ja, ist es vielleicht ein bisschen zu schwer, aber wenn das geht, könnte auch das eine Überlegung sein. Was er bei dieser Scheide aber auch sehr, sehr gut passt, das, ja, wirklich passt, und das ist jetzt der Vergleich jetzt zum Tracker, ja, und da haben sie dazu gelernt, oder ist es Absicht, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Und zwar ist es hier bei der Kydex-Scheide ein Huppel dabei, um das Ziehen zu erleichtern. Und das ist ein echter großer Vorteil. Und natürlich, ich mache billige Eigenwerbung, so wie immer, es passt natürlich auch unser Universal-Feuerstahlhalter drauf, den wir in der Reini-Rossmann-Werkstatt machen. Aber jetzt bin ich schon wieder ruhig. Ja, ich kann es einfach nicht lassen, billige Eigenwerbung zu machen. Aber es ist ohnehin alles billige Eigenwerbung, weil das Messer kriegt es natürlich auch bei meinem Shop, gebe ich da unten den Link. Feuerstahlbedienung ist überhaupt kein Problem. Lässt sich auch sehr gut führen.
ja, ist scharf genug. Was da halt bewusst sein muss, das ist halt leider so. Der Klingenrücken schaut dann nachher aus. Natürlich auf Dauer nicht so tolle. Ich habe jetzt schon einiges damit gemacht. Muss aber auch hinzufügen, dass ich von dieser Brünierung, heißt das glaube ich, wenn das so schwarz ist, überrascht bin, positiv überrascht bin. Was meine ich damit? Die hält. Ich kenne das von anderen Messerherstellern, wo das nach einiger Zeit, wirklich nach ein paar Mal Arbeiten schon runtergeht. Das ist irgendwie dann nicht so toll. Und das ist interessant. Das war auch bei diesem Tracker, das ist ja selbes Fabrikat, selber Designer und selber Hersteller ist, nämlich Böcker. Auch da, es schaut nicht mehr so schön aus wie zuvor, ist klar. Aber auch da ist die Brünierung nicht wirklich runtergegangen. Und das hatten auch einige andere YouTuber genau dieses Messer hier im Test und haben auch Videos dazu gemacht. Daher, also kann ich nur Positives sagen. Letzter Punkt, bevor wir jetzt zum Arbeiten anfangen. Ich weiß, ich spanne dich auf die Folter. Ich glaube, dass das ein Mikata-Griff ist und der ist richtig angenehm. Sie haben alles so gemacht, wie es gehört, dass man das Messer gut halten und arbeiten kann. Einziges ist halt, es ist kein Schleifkirbel dabei. So Vor- oder Nachteil, weiß ich nicht. Es ist aber so. Aber jetzt, lass uns arbeiten. Das Messer ist natürlich ein Backup-Messer und auch kurz. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt das Hauhack-Messer. Natürlich auch dem Scandi-Schliff mit einer kleinen, leichten, sekundären Phase drauf geschuldet. Aber das, glaube ich, ist es nicht. Es hat einfach nicht genug Wucht. Das ist auch von Gewicht her. Du hast relativ viel Gewicht nach hinten. Es ist halt auch nicht kopflastig. Aber wie soll das auch gehen? Aber wenn du jetzt sagst, okay, du hättest wirklich nur das und möchtest ein bisschen arbeiten, aber du siehst, also Spaß macht das nicht. Ja, wir werden jetzt nur schauen, ob das der Schliff aushält. Aber, ja, das macht keinen Spaß. Du musst den Tracker nehmen. Oder den Buschgriffbier. Ich kann es nicht lassen. Ich hoffe, du hast nicht erwartet, dass das jetzt ein Hackteufel ist. Nein, also das ist einfach nichts. Aber batonieren, kann man damit batonieren? Denn eins ist auch klar, also die Griffschalen sind genietet. Ja, die sind genietet, soll heißen, die kann ich nicht irgendwie runterschrauben. Ob das aushält, ich bin mir sicher. Das Teil, was ich jetzt runtergehackt und dann Schluss runtergebrochen habe, weil es einfach keinen Sinn macht. Ja, es ist, ja, werden wir jetzt batonieren. Uns muss natürlich auch klar sein, das Messer ist recht kurz. Es wird also kein Baumbatoniermesser sein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel wirklich rausgehst, Kaffee kochst, was ich heute auch noch machen werde, wird es auch noch ein Video geben am Hauptkanal, also am Hauptkanal, am Shop-Kanal, gebe ich da oben beim i den Link, wenn du den noch nicht kennen solltest. Ja. Fürs Kaffee kochen, für einen Hobokocher zum Beispiel, ja, eine Kleinigkeit, also das Über-Survival-Messer, damit ich dort ein Jahr lang in der alaskanischen Wildnis überleben kann, das natürlich nicht, aber so als kleines Beimesser, so mit dabei haben zum Arbeiten, zum Bushcraften, so wenn man den Bushcraft-Lifestyle erleben mag, ja, warum nicht, ich meine, das Holz ist ein Schad, wie du siehst, ja, das ist aber eine Fichte und die verdreht sich halt, ja, so ein schraubiger Astansatz und daher, das ist halt einfach schwieriger zu machen, so, aber wir sind jetzt schon einmal ein Stück weiter. Die Spitze ist auch recht fest, die ist recht stark ausgeprägt, soll heißen. Man braucht sich keine Sorgen machen, dass wenn man ein bisschen auf die Spitze drauf klopft, dass es dann ein Problem ist. Trotzdem müssen wir das Messer jetzt reinklopfen, damit ich vorne mehr Spitze habe, wieder zum Arbeiten. Genau da ist ein Ast, Also das sind jetzt die Situationen, wo man sich wehtun kann. Also das ist jetzt die Situation, wo du wehtun kannst. Und ich mache Trainings und habe schon einiges gesehen. Da werden die Leute dann auch nervös. Geht mir selbst auch nicht anders. Und da macht man dann irgendeinen Scheiß. Habe ich Scheiß gesagt? Ich meinte einen Unsinn, etwas Unüberlegtes. Daher dreimal tief durchatmen. Nachdenken und weitermachen. Also, ja. Also du siehst, das Messer macht's, aber das ist halt nicht das Einsatzgebiet. Das muss man einfach mal so festhalten. Also das Messer hat es natürlich geschafft. Man sieht jetzt hier ein wenig diese schwarzen, ja, ein bisschen was von dieser Brünierung, oder wie das heißt, ja, ist schon runtergegangen. Das passt. Das ist ein zähes Holz. Also man sieht das, man denkt sich, das ist irgendwie ein Schasholz. Gar nicht mehr. Da sind auch noch kleine Harzreste drinnen. Und hier, da sieht man, das ist so eingewachsen. Ist gar nicht mal so einfach. Aber was ich damit sagen will, ist Folgendes. Das geht in kleinem Umfang. Aber natürlich, aus Kramer ist es nicht und es ist auch kein A1, Standard A1, nicht das, das A1X, ja, das mag ich nicht so gern, aber egal.
Es geht, aber da muss klar sein, du hast halt nur eine kleine Klinge, ist so. Aber ich mutmaße, das Messer wird einen anderen ganz, ich meine mutmaße, nein, ich weiß es. Es hat einen ganz anderen großen Vorteil. Und zwar, der kommt nun ins Spiel, wenn du schöne Locken machen willst. Also das Ding beißt, ist unglaublich, ist wirklich unglaublich. Schon ab Werk, zumindest das Teil, was ich mir gekauft habe. Übrigens, ich bin Händler bei Böker, deswegen, weil auch manche Leute fragen, ob ich irgendwelche Werbeverträge habe. Nein, ich habe keinen einzigen Werbevertrag, kann ich mit Fug und Recht behaupten. Ich verkaufe die deine halt. Also das heißt, wenn du dir so ein wunderbares Ding bei mir im Shop unten kaufen willst, dann verdiene ich was dran. Ja, also das ist der Punkt dabei. Und die Videos mache ich erstens natürlich was zu verdienen, das ist wahr, aber es macht einfach viel Spaß, das zu tun, und es ist so schön, dass ich das, was ich sonst in der Freizeit machen müsste, so mache. Also das ist der Hintergrund. So, also das zurück zum Messer. Also wenn du es kaufen willst, gebe ich da unten den Link. Schau, also das beißt richtig, das macht, das beißt richtig runter. Und es gibt oft Situationen, vor kurzem habe ich wieder ein Regentraining gehabt, wo ich mir gewünscht hätte, mein Messer würde das genau so runterbeißen, weil diese Holzchips wären notwendig gewesen zum Feuer anmachen. Und da reicht auch die Klinge. Ja? Zum Spalten, wie wir gesehen haben, nicht. Das heißt, wenn du wirklich ein Survival-Messer haben willst, zum Überleben in der Natur, dann würde ich mal was Größeres checken. Aber so als Beimesser eben für ein bisschen Feuer machen, für ein Hobo. So, jetzt haben wir da Material, das wir zum Anbrennen verwenden können. Also genau dafür. Dafür ist es da. Also das war jetzt alles schon recht gut und schön. Aber jetzt wollen wir uns wirklich einmal aufs Lockenmachen konzentrieren. Also schneidet, also das beißt wirklich sehr, sehr schön rein. Du hast so eine richtige, ja, du kannst das aussuchen. Du hast einerseits eine richtig fette Klinge mit der, also fette Klinge, eine Klinge, die auch was aushält. So sagen wir es so, ja. Sie ist nicht unnötig fett, nur damit sie eben fett ist, sondern sie hat halt für den Bereich, für diesen Bushcraft, Outdoor, Camping, Feuer machen, Schnitzbereich, ist sie ideal geeignet. Und ich kann aber trotz alledem schöne Locken machen. Also, ich muss da sagen, da kann man durchaus zufrieden sein mit dem Teil, oder? Na gut, dann zünden wir das einmal an mit dem Feuerstahl. Wenn du wirklich Feuer machen müsstest, ja, so richtig, weil du musst, dann würde ich ein bisschen mehr Locken machen als ich. Ja. Da war ich jetzt sicherlich nicht, brav genug. Das Holz hier ist, die Unterlage ist auch nicht optimal. Ja, der Feuerstahl geht mir zu stark hinein. Mit der Technik, mit der halt ich hier an der Stelle arbeite, gibt ja auch viele andere Techniken. So. Also die Glut ist phänomenal, also das Material, das ich runterarbeite, ist phänomenal, aber ich habe einfach, die Locken, die ich gemacht habe, sind nicht fein genug. Komm. Ja, aber jetzt. Sind nicht fein genug, um gleich anzugehen. Ja, aber es ging jetzt nicht um das, sondern es geht einfach darum, das Messer liegt so gut in der Hand, dass du auch ganz klassisch arbeiten kannst. Also top. Wirklich top. Bin da, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden damit. Also das Böker, wichtig im Wenger-Design, ist großartig. Ich habe jetzt schon einige Mal damit gearbeitet und kann dir nur sagen, wie du genau den Einsatz Bereich, den ich da jetzt skizziert habe, wenn das ist, was du suchst, dann machst du mit dem wahrscheinlich keinen Fehler. Es ist natürlich immer so, du musst das Messer mal in der Hand gehabt haben, ob es für dich passt, das ist grundsätzlich so, aber für mich passt es. Ich finde es schön verarbeitet, es ist stabile Klinge, ja, sehr, sehr, sehr multifunktional aufgebaut. Es gibt keinen Bereich, der irgendwie ein Schaß mit Quasteln wäre. Coole Keide, gescheite, super Bushcraft Backup Messer. Taugt mir total. Daumen nach oben. Und aus dem Grund gibt es das auch bei uns im Shop. Wir haben nicht alle Messer im Shop, sondern wir nehmen nur mehr das auf, wo der Reini sagt, yeah. Gibt es unten im Shop. Vielleicht magst du gleich den Feuerstahlhalter Universal mit dazu checken.
Das ist es. Ein würdiger Nachfolger oder eine würdige Ergänzung für das Tracker Knife. Ja, auch Böcker im Wenger Design. Großartige Sache. Jetzt bist du dran. Was hältst du vom wichtig? Was ist da deine Meinung dazu? Findest du, dass das ein gutes Bushcraft-Messer ist, das sie auszahlt? Wie ist da deine Meinung? Aber eines fällt mir jetzt noch auf. Ich schneide nicht und das fällt mir jetzt auf. Durch die Feuerstahlbedienung hat sich da oben schon ein bisschen die Brünierung abgearbeitet. Das sehe ich erst jetzt, gerade wo ich das Video mache. Aber ganz Hand aufs Herz. Es ist ein Arbeitswerkzeug und ich werde es in den Langzeittest nehmen. Das heißt, ich werde auch davon berichten, es ist ein Arbeitswerkzeug und das ist mal, mir persönlich ist das wurscht. Ja. Es ist kein Vitrinenmesser, das schön sein soll, sondern es soll einfach gut funktionieren und das ist hier wirklich gelungen. Also aus, jetzt bist du dran. Schreib einen Kommentar, Daumen nach oben, nach unten, Video teilen, zu mir in den Shop vorbeischauen, für den Irbis oder sonst irgendwas oder unsere Halterung für die Victorinox-Messer und sowas und überhaupt. Und jetzt halte ich das Maul. Und genieße die Natur. Bis dann. Ciao, ciao.